Hey, vor ein paar Wochen habe ich euch ja schon erzählt, wie ich von einer ziemlich extremen Fleischesserin zur Vegetarierin geworden bin. Das Video dazu findet ihr nochmal unten in der Infobox und ich werde es euch auch am Ende dieses Videos verlinken. Heute soll es um den nächsten Schritt gehen, also wie ich von vegetarisch auf vegan umgestiegen bin, warum ich das gemacht habe und an welchen Stellen ich dabei so ein bisschen auf die Schnauze geflogen bin. Genau wie schon beim letzten Mal will ich mit diesem Video hier nicht rummissionieren oder so. Das ist einfach für diejenigen unter euch gedacht, die sich für das Thema interessieren. Wenn ihr was draus ziehen könnt aus dem Video, dann freut mich das, dann ist das schön und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, seit wann ich vegan bin, weil das im Gegensatz zum Vegetarischwerden keine Umstellung von einem Tag auf den anderen war, sondern das ist mehr so nach und nach passiert. Aber ich würde mal schätzen, so grob, dass es ungefähr 2 Jahre sein dürften. Am Anfang hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was dieses ganze Thema angeht, weil ich einfach niemanden in meinem Umfeld hatte, der vegan war, jedenfalls vor der Uni-Zeit. Und als ich dann an die Uni kam, waren da immer mehr Veganer, von denen ich gehört habe, dass sie das gemacht haben. Und als ich dann damals umgestiegen bin aufs Vegetarischwerden, dachte ich mir, okay, du hörst das so viel von anderen. Es klingt irgendwie ganz spannend. Vielleicht wäre das jetzt mal der Punkt, sich auch damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe dann verschiedene Bücher und Artikel zu dem Thema gelesen und Dokus gesehen und so weiter, in denen erklärt wurde, was das eigentlich genau ist, dieses Vegansein und warum sich Leute dafür entscheiden und einfach auch, was die Vorteile des Ganzen sind. Um euch mal eine kurze Zusammenfassung zu geben, die meisten Leute werden entweder Veganer, weil es ihnen erstens um die Ethik geht, das heißt, sie nicht möchten, dass Tiere für sie leiden, oder es ihnen zweitens um die Gesundheit geht, also um ihre eigene Gesundheit und sie deswegen keine tierischen Produkte konsumieren möchten, oder es ihnen drittens um die Umwelt geht. Für manche Veganer zählt nur einer dieser Gründe, für andere sind es mehrere und bei mir persönlich ist es so, dass ich gemerkt habe, je mehr ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, dass mich eigentlich alle drei Bereiche überzeugen und ja, deswegen sind es bei mir sowohl Ethik als auch Gesundheit und Umwelt. Daher dachte ich mir nach einiger Zeit, in der ich mich eben ganz intensiv über das Thema informiert habe, okay, das mit dem Vegetarischwerden hat gut funktioniert, dann werde ich jetzt eben Veganerin. Tja, und das hat erstmal ganz super geklappt. Ich war richtig euphorisch und total motiviert und in dem Zustand bin ich dann in den Buchladen gegangen und ich dachte mir, so, jetzt hole ich mir so ein veganes Kochbuch und als ich dann das erste davon aufgeschlagen habe, dann bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen erschrocken. Ich habe so ein kleines bisschen Angst bekommen, weil die ganzen Zutaten, die da standen, so Begriffe waren, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Da standen dann so Sachen wie Quinoa und Amaranth und Chia und weiß der Geier was. Und ich dachte mir einfach nur, was? Der Gedanke, der danach kam, war, okay, lass mal nicht machen. Und ich habe mich einfach umgedreht und diesen Laden direkt wieder verlassen. Ich meine, klar, die Gründe fürs Veganwerden fand ich weiterhin überzeugend und auch richtig gut und so, aber ich dachte mir einfach, ich will jetzt nicht 1000 neue Sachen kaufen und dann irgendwie versuchen, aus denen random irgendwas zusammenzuwürfeln, was man hoffentlich essen kann. Und ich habe doch gerade erst angefangen, mir generell Kochen beizubringen und jetzt müsste ich ja quasi wieder von vorne anfangen. Und das klang einfach alles super anstrengend und nach so einer riesigen Aufgabe. Und von meinen engeren Freunden hat das halt auch niemand gemacht. Und dann war das irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht, so diese Einstiegsschwelle war quasi so hoch, dass ich mich einfach nicht motiviert gekriegt habe, das zu machen und dementsprechend ist dann mein erster Versuch grandios gescheitert. Aber irgendwann kam das ganze Thema dann doch wieder hoch und ich habe angefangen, nach und nach immer mehr vegane Food Diaries auf YouTube zu gucken und da habe ich dann gesehen, dass das eben nicht so sein muss, also dass man nicht unbedingt mit diesen ganzen unaussprechbaren Zutaten kochen muss und auch nicht mit 1000 Ersatzprodukten oder so, sondern dass es eben ganz viele simple Rezepte auch gibt, die man einfach so machen kann und dass auch das ein oder andere Gericht, das ich so schon kannte, bereits vegan war. So das klassische Beispiel dafür sind Nudeln mit Tomatensauce, aber es gibt auch noch einige andere Sachen. Und dann habe ich mich eben zuerst mal an diese Sachen gehalten und mir gesagt, hey, heute hast du auch schon vegan gegessen, das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Und ja, das hat mich dann motiviert, das ganze Thema wieder neu anzugehen. Das Blöde daran war, dass ich mir schon wieder vorgenommen hatte, das Ganze von heute auf morgen zu verändern. Das heißt, ich habe mir gesagt, okay, ab jetzt gibt es nur noch veganes Essen und ja, da habe ich mir halt vielleicht auch so ein bisschen zu viel damit vorgenommen. Zu Hause hat das dann auch tatsächlich ganz gut geklappt. Da habe ich dann zum Beispiel angefangen, Reismilch zum Frühstück zu nehmen statt normaler Milch, wenn ich Müsli gegessen habe. Und ich habe mir den ein oder anderen veganen Aufstrich besorgt und eben auch vegane Rezepte ausprobiert fürs Mittagessen und fürs Abendessen. Und ja, das ging eigentlich alles relativ gut. Ich hatte dann auch das Glück, dass mein damaliger Freund die Idee ebenfalls gut fand und wir sind dann zusammen vegan geworden und das ist so eine Sache, die ich euch auch empfehlen kann, dass man sich da eben eine zweite Person sucht, mit der man das zusammen macht. Es ist nicht so, dass man das alleine nicht auch könnte, aber ich fand das einfach sehr motivierend und irgendwie einfach cool und schön, da noch jemanden mit dabei zu haben, der sich auch damit beschäftigt und auch recherchiert und mit dem man sich einfach so ein bisschen drüber austauschen kann. Neben dem veganen Essen zu Hause hatte ich das Gleiche dann auch noch in der Mensa in der Uni. Da gab es nämlich auch jeden Tag eine vegane Option. Das hat also auch super funktioniert und die ganzen Bedingungen da waren eben richtig gut für so eine Umstellung. Dann allerdings war ich irgendwann unterwegs und habe bemerkt, oh, ich krieg gerade Hunger, aber ich war in der Situation, in der es nichts Veganes zu essen gab, sondern es gab Käsebrötchen, Wurstbrötchen und alle möglichen süßen Sachen bei dem Bäcker, den ich da in der Nähe hatte und ja, von denen war halt auch alles irgendwie mit Ei oder mit Milch und ja, dachte ich mir, gut,
scheiße gelaufen. Das ist mir in den Monaten danach dann immer wieder passiert und ehrlich gesagt hat mich das schon so ein bisschen wütend gemacht, weil ich eigentlich vom Gefühl her ja bereits vegan war, aber trotzdem bin ich dann in solchen Situationen immer wieder gescheitert. Ich war zu der Zeit auch einfach nicht der Typ Mensch, der sich dann am Vorabend hingestellt hat und gesagt hat, okay, morgen bin ich unterwegs, ich werde so und so lang weg sein, das heißt, ich muss mir so und so viel Brötchen schmieren, damit ich dann am nächsten Tag nicht verhungere, sondern ich habe das immer irgendwie total vercheckt und dann war ich da in der Situation und dachte mir, oh, Mist, jetzt habe ich Hunger. Wer konnte damit nur rechnen? Und wenn es dann eben nichts Veganes gab, ich da aber stand mit knurrendem Magen, dann habe ich mir halt ein Käsebrötchen geholt oder eine Pizza oder sonst was, was dann eben halt nicht vegan war. Deswegen war ich sehr, sehr erleichtert, als ich gemerkt habe, dass das ganze Thema Vegansein immer größer geworden ist und dass halt auch immer mehr Geschäfte begonnen haben, ihr Sortiment da auszuweiten. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich gar kein Problem mehr damit habe, im Alltag was Veganes zu essen zu finden. Ich meine, klar, man muss dazu sagen, dass sich mein Leben auch hauptsächlich in drei Großstädten abspielt, in Köln, in Düsseldorf und in Berlin. Und das sind natürlich auch alles Städte, in denen man an jeder Ecke was Veganes findet. Und in den kleineren Städten ist das stellenweise natürlich so ein bisschen schwieriger. Aber ich habe trotzdem gerade so in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass das immer besser wird und dass das Ganze sozusagen immer besser ausgebaut wird. Viele Dinge sind das ja auch schon automatisch, wie zum Beispiel die Brezeln beim Bäcker. Und gerade so die größeren Bäckereiketten, wie zum Beispiel Kamps oder Le Crobac oder Backwerk, die haben einerseits ihr Sortiment erweitert, dass da auch noch extra vegane Produkte mit dabei sind. Oder aber sie haben auch gekennzeichnet, welche ihrer Produkte eben vegan sind. Da sind dann so kleine grüne Schildchen davor oder so, dass man das eben direkt erkennen kann. Wenn man jetzt mal von den Bäckern weggeht und hin zum Essen gehen, dann funktionieren Italiener ganz gut, weil da gibt es meistens eins oder auch mehrere Gerichte, die vegan sind. Also gerade so diese Nudelgerichte, die so ein bisschen mehr basic sind, die funktionieren. Und ja, asiatisch essen gehen ist auch gut. Gerade so die ganzen Gerichte auch mit Bratnudeln oder Reis mit Gemüse oder eben auch alles, was so mit Kokosmilch ist, das geht ganz gut. Dann Burger essen, da gibt es meistens auch vegane Burger oder auch die ganzen Beilagen, die da eben dabei sind, irgendwie Zwiebelringe oder Pommes oder Country Potatoes oder Süßkartoffelpommes oder sonst was, das ist auch alles vegan. Oder eben ganz klassisch so nach dem Veganer-Klischee kann man auch einfach Salat essen, wenn man möchte. Das letzte Mal, dass ich in der Situation war, in der es auf einer Speisekarte kein veganes Gericht gab, das war an Weihnachten. Da war ich bei meiner Verwandtschaft in Bayern und wir waren gemeinsam in so einer kleineren Stadt in einem Lokal essen, das so klassische, gut bürgerliche Küche hatte quasi. Und da gab es 20 Gerichte an dem Tag auf der Karte und davon waren 19 mit Fleisch und eins davon waren Kässpätzle, die ich ja auch nicht mehr essen kann. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach mir einerseits einen Salat zu bestellen und andererseits Beilagen zu bestellen. Das geht halt auch immer, dass man irgendwie sagt, man möchte gerne Nudeln haben oder Kartoffeln dazu haben. Oder ich habe an dem Tag, weil es ja eben um Weihnachten rum war, gab es so Kartoffelknödel und eine Soße mit dazu. Oder Pommes kann man bestellen oder Kroketten oder sonst was. Also da ist meistens eine ganz gute Auswahl da. Was ich euch auf jeden Fall damit sagen wollte, ist, dass das ganze Thema für mich im Alltag echt kein großes Ding mehr ist und dass das alles relativ automatisiert geht inzwischen. Es gab am Anfang eine längere Zeit, in der ich mich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen musste. Und es wäre absolut gelogen, wenn ich sage, würde so eine Ernährungsumstellung, das kann man einfach mal so aus dem Ärmel schütteln, aber ich würde euch raten, für den Fall, dass ihr sowas machen möchtet, einfach so ein bisschen geduldiger damit zu sein, als ich das war. Ich weiß ja, wie gesagt, wie das ist, wenn die Euphorie am Anfang sehr, sehr groß ist und wenn man wirklich diese ganze Umstellung sofort machen möchte, aber vielleicht ist es gar keine so blöde Idee, erstmal einen Tag in der Woche vegan zu sein oder halt dann, wenn man wirklich auch in Ruhe Zeit hat zu kochen oder man sagt, man macht das zu Hause und isst unterwegs noch nicht vegan oder so, einfach irgendwie, ja, vielleicht so einen kleinen Kompromiss erstmal finden, mit dem man sich wohlfühlt und der dann auch wirklich funktioniert. Hört da auch bitte, bitte nicht auf das Gelaber von irgendwelchen Leuten, die euch so Dinge sagen wie, wenn du jetzt nicht von heute auf morgen 100%iger Veganer wirst, dann zählt das aber nicht wirklich. Alter, meine Fresse, wenn ich das schon immer höre, ey. Lasst euch da einfach die Zeit, so für euch den Dreh rauszukriegen und auch zum Beispiel im Supermarkt dann zu wissen, welche Produkte ihr kaufen könnt und welche nicht. Also man braucht da am Anfang auch so ein bisschen Zeit, dann wirklich immer die Zutatenlisten zu lesen und so. Aber bei mir ist es inzwischen so, ich weiß halt ganz genau, was geht und was nicht. Und vieles ist inzwischen ja auch gekennzeichnet. Da ist dann diese kleine Veganblume drauf oder es steht einfach vorne ganz fett vegan drauf. Und das macht das halt auch viel einfacher. Wie gesagt, da ist viel passiert, gerade so in den letzten Monaten. Und ja, wenn man momentan in den Supermarkt geht, ist das sehr, sehr angenehm und ich finde das wirklich cool. Wenn ihr jetzt Bock habt, euch näher mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, dann schaut mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch unter anderem ein paar Links reingestellt, die so dieses ganze Ethik-, Gesundheits-, Umweltgedöns ein bisschen näher erklären. Also quasi die Gründe dafür, vegan zu werden. Was ich auch ganz spannend finde, es gibt die Möglichkeit, sich zu so E-Mail-Programmen anzumelden, wie beispielsweise der Vegan Taste Week oder zu Vegan Starter. Das sind dann so Programme, wo man jeden Tag eine E-Mail bekommt. Ich glaube, die Vegan Taste Week, wie der Name sagt, ist für eine Woche und das Vegan Starter-Programm geht einen Monat lang. Da kriegt man dann jeden Tag eine E-Mail, in der man Rezepte bekommt und Videos und Anfängertipps und so. Und ich habe die beide auch schon mal
durchgemacht quasi oder habe mir das Ganze mal angeschaut und ich fand die ganz gut. Deswegen kann ich euch das ans Herz legen. Dann kann ich euch noch Food Diaries auf YouTube empfehlen, wie beispielsweise die von Jess Vegan Lifestyle. Bei ihr ist es so, dass die Gerichte häufig recht simpel sind oder wenn man sich das Ganze anschaut, man einfach das Gefühl hat, okay, das sind Sachen, die kann man auch nachkochen und dafür muss man kein Sternekoch sein oder 1000 verschiedene Zutaten haben, sondern das ist einfach relativ basic und es sieht auch immer lecker aus und so. Deswegen, ja, schaut auch da gerne mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr weitere Fragen habt zum Thema vegan sein, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich wollte jetzt nicht, dass dieses Video hier total ausufert, deswegen dachte ich mir, ich beschränke mich jetzt einfach mal so ein bisschen auf meine Erfahrungen und auf meine Geschichte, was das ganze Thema angeht. Also bin ich sehr gespannt, ob ihr da vielleicht noch irgendwas habt, worüber ihr gerne mehr erfahren würdet. Denn ja, wenn da genug zusammenkommt, dann könnte ich eventuell noch ein zweites Video zu dem Thema machen. Im nächsten Teil dieser kleinen Videoreihe über bewusstes Leben geht es dann um Minimalismus und über meine Anfänge mit diesem ganzen Thema, wie ich dazu gekommen bin und so weiter und so fort. Und auf der Liste für die Reihe stehen außerdem noch so Themen wie tierversuchsfreie Kosmetik, fair produzierte Klamotten und so weiter und so fort. Wenn ihr da noch weitere Wünsche habt, dann schreibt die auch gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Hier drüben kommt ihr jetzt noch zu dem Video, in dem es darum geht, wie ich von einer ziemlich extremen Fleischesserin zur Vegetarierin geworden bin, also quasi zum ersten Teil dieser Reihe. Mein Kanal könnt ihr hier unten auf dem Kreis abonnieren und meine Social Media Seiten Twitter, Instagram, Facebook und so weiter findet ihr unten in der Infobox. Puh, ganz schön viele Links, ganz schön viel Getue, aber ja, ich denke, ihr sucht euch das raus, was euch interessiert und ich hoffe, wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dann, tschüss!